Wurzelkultur, ich habe schon am Anfang genannt, wir respektieren selbstverständlich all eine Kulturen und all eine Gebräuche. Das ist eine Bereicherung für unsere Kultur, eine Bereicherung für unser Land. Wir sind aber gerade so klar der Meinung, dass unser Eigenspruch, unsere Kultur, unsere Gebräuche muss prioritär geschützt, gefördert gehen und erhalten bleiben. Sie sind und bleiben der Kern von dieser Identität, letzten Endes das wichtigste Element von der nationalen Kohäsion. Eine Integration hat aber nur dann richtig funktioniert, wenn dies gelingt, vor allem denen von der zweiten Generation, denen Kinder, die hier auf die Welt kommen, die auch, wie wir alle gewissen, normalerweise hier bleiben, was Lützebäuer von dann der zweiten Generation sind, für denen so eine Bildung zu vermitteln, dass sie dieselbe berufliche Chancen, dieselbe gesellschaftliche Aufstiegschancen haben, wie Kinder von der, die Lützebäuer Origin sind. Reicht dann, wenn der da reicht, also das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, als die Integrationspolitik reüssiert. Aber wenn wir die Kriterien holen, dann wissen wir, dass sie nicht reüssiert ist. Wenn wir sie ganz klar den Unterschied, wenn wir die Origin von den Kindern gucken, dann haben wir hier berufliche Weitergang, hier einen Abstieg, da sehen wir, dass es einfach nicht funktioniert. Im Moment sind wir extrem weit davon weg und du musst immensen Erfolg gemerkt gehen. Ich verweise ein Kehr auf dieses Schulprogramm, wo wir ganz konsequent darauf wollen schaffen. Die Nationalität für DDR ist ein ganz wichtiges Element von dieser Souveränität, aber wir sind nicht bereit, dass die Nationalität soll bradiert gehen, mit hier verbunden sind undeilbar Rechte, ganz klar, aber auch Pflichten. Und dafür wären wir und bleiben wir auch grundsätzlich gegen Doppelnationalität, auch dann, wenn sie dann noch umgesetzt ist, und auch wenn aus verschiedenen rechtlichen Situationen sich eine Doppelnationalität ergibt. Wir sind der Meinung, dass der Regelfall die Einzelnationalität soll sein, und das soll halt die Lützebäuer Nationalität sein. Wir sind auch der Meinung, dass die Zuerkennung von der Nationalität den Aufschluss vom Integrationsprozess so sind und dass Nationalität oder Doppelnationalität nicht als Ersatz für Integration so gebraucht werden, so wie das im Moment von verschiedenen Seiten geguckt wird. Wir fanden doch gut, dass ich muss ordentlich Lützebäuer Sprachkenntnisse haben, dass das durch examiniert wird, für die Nationalität zu kriegen, weil wir der Meinung sind, dass Spruch ein von den ganz wesentlichen Elementen von einer Integration ist. Wir verweisen darauf, dass das ein Erfolg von der ADRS, wenn wir nicht so massiv Druck gemacht hätten, wäre das ganz sicher nicht so weit kommen. Wir sind noch nicht bereit, Konditionen für die Nationalität zu kriegen, abzuweichen, durch die CVA Residenz, Sprachkenntnisse und noch Kuren über das Land. Wir sind nicht bereit, bei den Chamberwahlen davon aufzuweichen, dass aktiv und passiv das Wahlrecht nicht mehr für Lützebäuer muss reserviert bleiben. Wir sind noch nicht bereit, an die Gemengen, Bürgermeistern erschaffen, Leute von anderen Nationalitäten zuzugestehen, weil es mit dem Exerziz von Souveränitätsrechten verbunden ist. Wir verweisen aber in dem Zusammenhang, dass man in der Vergangenheit vier Wahlrecht bei den Gemeindewahlen, bei den Europawahlen und den Sozialwahlen gestimmt haben. Wir sind dafür ab, wir sind aber nicht bereit, über den Punkt rauszugehen und das mehr weit abzumachen. Und wenn ich an die Wahlprogramme von den anderen Parteien guckt, da gesagt, dass wir dort ziemlich lang durchstehen, das möchte ich aber nicht aus, da werden wir ist von dieser Position nicht aufbringen lassen. Wir sind für stärkt Lützebäuer und Europa. Wir sind für so viel Europa wie nötig.
mehr aber auch für so viel Lützeburg wie möglich. Lützeburg, das ganz sicher auch an der Zukunft nicht ohne Immigration auskommt, ist ein Opfer weiter Immigration, mehr gleichzeitig aber für eine wirklich Integrationspolitik, die hauptsächlich basiert ist, ob der Vermittlung vom Lützeburgischen, von dieser Spruch, an ob der einen stärkeren Akzent auf Verbesserung von den Bildungschancen für Kinder von den Immigrierten. Wir wollen am Madenin, mit den Leuten hier hinkommen, diese Identität schützen, erfordern.